Mick, kannst du mich hören? Ich bin es, Sahasrala, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du 7 Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der 7 Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Geh zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes, bitte. Willkommen in der Schattenwelt. Shit just got real. Wie ihr seht, haben wir alles nochmal. Wo die Burg war, ist jetzt eine große böse Pyramide. Ja, Tempel im Osten ist wohl immer noch Tempel im Osten. Der See ist immer noch der See. Die Wüste ist jetzt ein Sumpf. Das Dorf ist immer noch das Dorf und der Wald ist immer noch der Wald. Und der Berg ist immer noch der Berg. Aber alles ist nicht mehr so hübsch wie früher. Und es ist böse. Und es gibt böse Dinge hier. Wie zum Beispiel komische kleine Puddings mit Haaren. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Nehmen wir uns zuerst doch mal das kleine Leckerli da rechts mit. Autsch. Perfekt. Ich glaube, die erste Zeile an Herzen haben wir dann jetzt voll. Und was gibt's hier noch so Leckeres an Dingen? Das sind so... Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. Schweinewachen oder sowas. Und das sind... herumspringende Venusfliegenfallen oder so mit Zähnen. Ich weiß es nicht genau. Dann gibt's auch noch etwas große... Zyklopen, die Bomben werfen. Die halten noch was aus. Und bringen nichts. Und die Bäume sind seltsam geworden. Alles ist seltsam geworden. Oh. Ein Stein ist zu einem Schädel geworden und ist wach geworden und hat uns verfolgt und wollte uns beißen. So Horror-Dinge passieren hier. Also wir haben ein echt fröhliches Land erwischt. Palast der Dunkelheit, nach rechts. Also wir wissen, hier ist der erste Palast. Also könnten wir doch mal dorthin gehen. Wir könnten auch noch mal uns ein ganz kleines bisschen in der unmittelbaren Umgebung umschauen, was es denn noch hier so gibt. Zum Beispiel das Hexenhäuschen. Was ist das Hexenhäuschen in der Schattenwelt? Steht das dort überhaupt? Was ist dort drin, wenn... Ja, da ist ein Häuschen. Nur ob es Hexen hat, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Und... Es ist ein... kleines Ohrending, das Händler spielt. Ja, Schild haben wir, Trank will ich nicht, Bomben haben wir. Aber es gibt was anderes, was wir tun können. Wir haben jetzt natürlich unseren geilen Spiegel. Mit dem können wir natürlich überall wechseln. Die Frage ist natürlich, wie kommt man jetzt zurück in die Schattenwelt? Tja, erstens halt durch unser selbst geschaffenes Portal, das jetzt hier ist und auch auf der Karte sichtbar ist. Und wie er Sahasrala eben schon sagte, durch das Burgtor ist jetzt immer ein permanentes Portal. Plus, genauso wie es oben auf dem Berg war, gibt es auch so unter Steinen ein paar versteckte Portale, die einfach so in der Welt rumstehen. Also Möglichkeiten, in die Schattenwelt zu kommen, sind nicht sehr viele. Apropos, hallo Hexe. Der Duft von verfaulten Früchten. Gib mir den Pilz für mein Gebräu. Aber bitteschön. Danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magieshop, da bekommst du etwas Gutes. Ich krieg was Gutes.
Der rote Trank ist das bla 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 bla. Ein super Elixier. Bla 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 bla. Roter Schluck gratis. Bla 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 bla. Tja, wofür haben wir das jetzt gemacht? Für noch nichts. Jedoch. Nee. Wenn wir jetzt langsam wieder zurückkommen. Da geht gleich mit meinem. Sieh an. Das Zauberpulver. Streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Rote Träne, blablabla. Okay, keine Erklärung dazu. Wir haben einfach mal das Zauberpulver bekommen. Das Zauberpulver ist eine seltsame Sache. Und zwar kann das verschiedene magische Effekte hervorrufen. Das ist, ja, relativ viel. Sagen wir mal zumindest bei diesen kleinen, unverwundbaren, ekelhaften Dingern. Ja. Schlabbedibu, schlabbedibu, such nach Sarsala, schlabbedibu, schlabbedibu. Es wird komisch. Warum auch immer. Aber das Pulver ist ganz nützlich, das ist eine coole Sache. Damit kann man die ein oder andere nützliche Sache machen. So, was noch interessant wäre, ist, schauen wir uns doch mal Micks Haus an. Vielleicht wohnt dort ein Schattenwelt-Mick oder so. Obwohl, ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, wir kommen noch gar nicht am Micks Haus. Aber wir versuchen es mal. Dann seht ihr auch, warum es noch nicht geht. Und zwar müssen wir wie immer hier über die Brücke. Dankeschön. Das wäre mein volles Leben gewesen. Und da stehen jetzt so komische Klöppel im Weg. Also der Boden hat halt Nippel. Besser als die Alien-Nippel aus Half-Life, aber hey. Auch uncool. Tja, und da können wir noch nichts dran ändern. Wir könnten jetzt hier eine Runde schwimmen gehen, aber ja, gut, dann kommen wir an den See. Wollen wir schon an den See? Eigentlich nicht. Eigentlich, hey, die Höhle gibt's hier auch. Also in der normalen Welt war dort noch eine Fee drin. Okay, hier auch. Finde ich in Ordnung. Habe ich wieder volles Leben. Mach mir mal Erholung, genau. Ich habe eh schon so dicke Schwielen an den Händen vor lauter Arbeiten. Ja, es ist alles nicht mehr so hübsch wie früher. Oder sagen wir eher wie in der anderen Dimension. Der Weg ist auch ein kleines bisschen ein anderer. Aber wir schaffen das. Wir suchen den Tempel, Osttempel, irgendwas. Hier ist ein Tempel. Da ist der Tempel. Ich glaub's ja irgendwie nicht. Hallo Baum. Hallo Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte einst nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. So lange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was uns unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce, goldene Macht. Da gibt's was zum Aufspringen. Und wo mich auch noch Leute dran erinnert haben, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, als die Dinge aufzuspringen. Ist doch auch hübsch, oder? Geht nicht unbedingt mit jedem Ding, wo irgendwie Risse an der Wand sind, aber gute Sache. Spart Bomben. Geht auch vielleicht sogar ein kleines bisschen schneller. Gut, ich glaube, das war wohl nicht der Tempel, den wir suchen. Zumal der Tempel, den wir suchen, rechts oben ist. Also versuchen wir mal nach rechts oben zu gelangen irgendwie. Nach Möglichkeit, ohne von Zyklopen irgendwelche Steine an den Kopf zu kriegen oder Bomben oder so. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist irgendwie eine springende Puddingpflanze oder so. Ja, ich sehe so viel. Die Orientierung ist hier so toll. Ja, man sieht, wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man dieses Muster, wo man langlaufen kann. Aber trotzdem. Laufen wir da mal durch. Hier lang, hier runter, hier oben lang. Das war falsch. Gehen wir lieber hier lang.
Was ist das? Ich bin Kiki, der Affe. Rubine liebe ich über alles. Schenkst du mir 10 Rubine? Ja, okay, mach mal. Danke schön, dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Okay, ich habe einen kleinen Notvorrat. Ab und zu braucht man halt mal was zu essen. Und da ist der Tempel und er ist zu. Für 100 Rubine öffne ich dir diesen Eingang. Willst du das? Ja, mach halt. Ist okay. Man muss dafür bezahlen, dass man in den scheiß Dungeon kommt. Was soll das? Ah, oh, sehr gern. Es macht 10 Rubine. Her damit. Drecksvieh.